Und weiter geht's. Naja, sieht wohl so aus, als müsste ich doch durch die Omega-Höhle. Wo lang? Ich kenne den Weg nicht, kann mir jemand den Weg sagen. Boah, Hilfe! Ich komme nicht mehr raus. Oh nein, ein Brückenwanderer. Brückenwanderer nennt er sich. Oh, nur ein Pokémon. Ja, oh, das darf man hinkriegen. Ingolf. Ingolf heißt der Wanderer. Okay, ich sag mal nichts zu dem Namen. Ich kommentiere den jetzt mal nicht. Fliegen. Flieg, flieg, flieg. Nein, jetzt keine Werbung hier. Los, flieg, Justina! Flieg hoch empor! Oh Mann, das wird ein zäher Kampf. Vielleicht sollte ich ja mal das Pokémon wechseln. Ein Flug-Pokémon gegen ein Stein-Pokémon. Wie wär's denn mit... mit... Welter! Okay, ich denke, das schafft er. Tja, da guckst du dumm rein. Heil schwingen. Ja, das ist schon deutlich effektiver. Und sogar mein EP wird aufgeladen. Mein KP. Finisterre-Aura. Und besiegt. Justin erreicht Level 47. Du besiegst Ingolf. Okay, ja. Jetzt hau ab, Ingolf. Ich will hier raus. Ja, wie, ja, wo, ja, wann, darunter. Darunter. Den Weg, ich würde den da runternehmen. Okay. Ich nehme natürlich den Weg, vor dem kein Trainer steht. Was vermutlich der falsche Weg ist, aber gut. Solange ich mich hier nicht verirre. Das sieht doch vielversprechend aus. Ein wildes Fermikula. Wie viele Fermikulas hier so sind, dann ist schon ein bisschen... Was? Flucht gescheitert? Bitte was? Wirst du mich hier wohl mal gehen lassen? Also hör mal, jetzt gibt's hier aufs Maul, das ist hier. Also. Flügelschlag. Ich mach dich kaputt. Ich gebe dir noch eine Chance, lass mich fliehen. Du bist entkommen. Gut. Ich nehme Rücksicht. Ich lasse dich ziehen. Hyperheiler gefunden. Hyperheiler wurde in der Medizintasche verstaut. Okay. Und wo geht's lang? Habe ich mich jetzt scheinbar doch verlaufen? Puh, Peter! Er hat Lied gesagt. Nee.
irischen Mobus doch hier weitergehen. Ich denke mal hier. So. Kampf geskippt. Geht's hier irgendwo hoch? Nö. Okay. Sitz hier fest. Hilfe. Hilfe, ich setze in einer Höhle fest. Wo geht's hier raus? Hilfe, kann mir jemand helfen? Da geht's nicht lang. Wo komme ich jetzt hier raus? Hilfe! Ich bin ein Pokémon-Trainer. Holt mich hier raus! Ja, wie komme ich jetzt nun hier weiter? Vielleicht kann ich mich dort irgendwie langschlängeln. Geht das? Ist das womöglich der richtige Weg? Ich weiß es nicht, ich habe mich hoffnungslos verirrt. Und schon wieder ein Fermamikula. Ich bin entkommen. Oh, das ist schön. Schön zu hören. Hier hoch. Hier mal lang. Wir sind Umherreisende, die zusammen mit ihren Pokémon die Kalos-Region durchstreifen. Ein Kampf gegen Gleichgesinnte ist immer eine willkommene Unterbrechung. Pokémon sind wie Edelsteine, mit denen die Kalos-Region bunt besetzt ist. Um im Kampf fangen diese Edelsteine an, in den schönsten Farben zu leuchten. Okay, ja, Gleichgesinnt, das wage ich zu bezweifeln, aber... Gut, ein Kampf, auf den kann ich mich natürlich gerne einlassen. Welte und Christoph. Na dann, das wird doch ein guter Kampf. Welte ist auch schon Level 51. Mega-Entwicklung und Surfer. Gut, Unheil schwingen auf Nidro Queen. Christoph reagiert auf Mega Ring. Mega Christoph. Mega Totopf, also. Das muss wehtun. Diese Attacke muss richtig dolle wehtun. Sieht zumindest so aus. Surfer! Na? Nidro Queen wurde besiegt. Christoph als EP-Punkte und erreicht Level 55. Die Welte kriegt auch EP-Punkte, erreicht leider gar nichts. Kein neues Level. Ups, Christoph wird stark gepeinigt. Er wird sich gleich dafür rächen. Oder die Welte hält ihm eine Standpauke. Diese Nidro King. Gut, Nidro King und Nidro Queen besiegt. Kot und Heller. Okay, ja. Also gleichgesinnt waren wir nicht, aber es war ein schöner Kampf. Geht's hier endlich irgendwo raus? Ich möchte hier raus. Danke. Kommt hier gleich der Ausgang? Muss ich hier noch lang? Hey, hey, und nochmal. Hey, ich bin gerade bei der Arbeit. Ja, scheinbar bist du gerade beim Kampf. Also, in der Herausforderung von Arbeiter Heinrich. Volumias. Ach, ich kann nicht aus Trainerkämpfen fliehen. Schade. Ja, bis wird's nicht wirklich bringen. Zielschuss. Oh, Kacke. Ich bin anvisiert. Sofern. Komm, noch ein bisschen Ernstkräfte. Au, scheiße. Naja. Scheinbar doch nicht so effektiv, wie ich es in Erinnerung habe. Da ist ein Pokémon, die haben schlechte Erfahrungen mitgemacht. Mit Ernstkräfte. Mit dieser Attacke. Gut,
So schnell ging das. Heinrich Arbeiter wurde besiegt. Und weiter geht's. Schnell raus aus dieser grässlichen Höhle hier. Oha, da versperrt doch jemand glatt den Weg. Wenn du nicht mindestens so stark wie der Champ bist, ist das hier zu gefährlich für dich. Ja, vielen Dank. Schön, das zu wissen. Das ist mir, dass es hier viel zu gefährlich für mich ist. Angst. Wie komme ich hier raus? Aus dieser Höhle. Ja. Ich sehe keinen Ausgang. Sagt mir, wo ist der Ausgang? Wo mag der Ausgang nur sein? Hier ist nur ein Item und da geht es wieder zurück. Gibt es womöglich einen Weg um die Höhle oder drumherum und bin ich nur einfach einen schlechten Weg gegangen? Hier ein Item. Eisentafel erhalten. Gut, ich kann mal gucken. Habe ich etwas für mir? Ein Fluchtseil? Ja, ein Fluchtseil. Versuche mal außen herumzugehen. So. Vielleicht war ich auch einfach auf dem Holzweg. Also. Ah, na klar. Ja, hier geht's runter. Ich musste gar nicht durch. Ja, ich bin irre gelaufen. Na dann. Habe ich mal wieder kostbare Zeit verschwendet in einer Höhle. Ein paar Items habe ich gefunden, ein paar Trainer besiegt. Ja gut, kann nicht. So schädlich kann es nicht gewesen sein. Du bist entkommen. Na dann. Mosaia. Okay. Endlich angekommen. Gut. Dann hat das Ganze ja hier so ein Happy End. Ja, ich werde bestimmt bald wiederkommen. Danke. Noch schnell mal speichern hier zwischendurch. Wir müssen zwischenspeichern. So, weiter geht's. Hier irgendwo müsste sich dann Professor Platan aufhalten. Oh, hier ist ein Item. Sonderbonbon. Na, das kann ich doch gebrauchen. Sonderbonbon wurde in der Medizintasche verstaut. Gut. Dessen Mensch. Hier kann man sich hinsetzen und die Wasserfälle beobachten. Na dann. Geh mir aus dem Bild. Gut, dann würde ich mal sagen, schau mal hier mal kurz rein. Nein, ich habe keinen Pokémon dabei, was fangen Rubbler beherrscht, was auch immer das ist. Ich liebe die Fähigkeiten Krieger im Fernsehen. Ich möchte auch einen Pokémon-Fähigkeit haben. Boah, Wandlungskunst. Ich wünschte, ich wäre ein Pokémon. Dann könnte ich immer an seiner Seite sein. Okay, alles klar. Ja, hübsches Haus habt ihr da, oh, kann man sich hier ein bisschen noch Wasserfälle angucken. Reden wir noch mal mit der Trainerin dort oben, was die so zu sagen hat. Hier, die TM-Kehrtwende ist für dich. Ich hatte zwei davon. Let's Play Man erhält das Item TM 89 Kehrtwende. Ja, ich kann auch keine Zahlen mehr lesen. TM 89 Kehrtwende wurde in der TM und VM-Tasche verstaut. Der Typ ändert aber auch alle 5 Minuten seine Meinung. Eine Kehrtwende nach der anderen.
Okay, ich weiß nicht, von welchem Typ die Rede ist hier, aber ja, würde ich mal sagen, mache ich auch für diesen Part Schluss. Ich weiß nicht, wie lange der Part schon dauert, aber ja, dann wird es halt ein kurzer oder langer Part. Ich weiß es nicht. Kann es ja mal geben. Musiaja. Ein Schmetter. Ein Schmelztiegel voller Gegensätze. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, verabschiede ich mich hier an dieser Stelle von euch. Und hoffe, euch haben die Pokémon Y-Tage gefallen, ja. Es ist ein bisschen, vielleicht war es ein bisschen lästig, dass jeden Tag ein Pokémon-Part kam, aber gut. Ich denke, die Geschichte hat es so gewollt und dann, vielleicht bin ich auch ein bisschen vorangekommen, weil ich muss auch ein bisschen was schaffen, weil ihr wisst, ab November, also ab Ende November kommt dann Pokémon Sonne raus und das werde ich dann let's playen, also muss dann am besten Fall dieser Part, also diese Let's Play-Reihe so gut, zumindest so gut wie möglich beendet sein. Gut. Mit diesem Blick auf die Wasserfälle verabschiede ich euch auch und sage, ja, ich hoffe, euch hat die ganze Sache, also die ganze Geschichte mit Team Flair gefallen. Ja, dann würde ich mal sagen, gebt diesem Video einen Daumen hoch, sollte es euch gefallen haben, und gebt auch den Videos davor, also den letzten Tagen, einen Daumen hoch, sollten sie euch gefallen haben. Abonniert meinen Channel, falls ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja kein weiteres Pokémon Y-Video mit dem Zwergenfürst verpassen zu wollen. Ja, ansonsten habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Ja, bis denne und ciao, ciao, adios, haut rinne!